Hallo ihr Lieben, heute will ich versuchen, den Manta Motor nach 15 Jahren Standzeit wiederzubeleben und wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe schon ein bisschen daran rumgedoktert und ein paar Dinge überprüft, aber ich zeige euch das alles nochmal, falls manche auch Probleme mit dem CIH-Motor mit der Edgetronic haben sollten, dass der Motor nicht anspringt. Was habe ich gemacht? Als erstes habe ich eine Batterie angeklemmt, war ja keine bei. Dann die Zündung angemacht. Und es passierte gar nichts. Das summende Geräusch der Benzinpumpe blieb leider aus. Das war schon mal schlecht. Was prüft man als erstes, wenn sowas nicht funktioniert? Genau, die Sicherung. Der Sicherungskasten sitzt hier. Und hier kann man jetzt sehen, welche Sicherung das ist. Das ist die Nummer 11, Einspritzanlage. So, dann schauen wir mal. Das ist die hier. Optisch sieht die erstmal ganz gut aus. Am besten prüft man das mit einem Durchgangsprüfer, um ganz sicher zu gehen. Funktioniert einwandfrei. Daran liegt es schon mal nicht. Als nächstes hatte ich das Doppelrelais in Verdacht. Das sitzt hier. Das schaltet die Benzinpumpe. Aber um das zu überprüfen, habe ich mir erstmal einen Schaltplan von der Edgetronic runtergeladen und ausgedruckt. Ohne den geht es ganz schlecht, wenn man einen Fehler in der Elektrik sucht. So, das ist der Schaltplan. Und hier ist das Doppelrelais. Wie man sieht, ist hier die Kraftstoffpumpe. Und das ist unser Arbeitsschaltkreis. Der muss hier schalten, wenn man die Zündung anmacht. Als erstes werde ich prüfen, ob der Arbeitskreis überhaupt funktioniert und die Benzinpumpe überhaupt arbeitet. Kann ja sein, dass sie kaputt ist oder das Kabel irgendwo gebrochen ist. Also werde ich hier an dem Kontakt 86B 12 Volt anlegen. Damit wird der Schaltkreis angesteuert und der Arbeitskreis wird geschlossen. Und die Benzinpumpe müsste arbeiten. Das kann man mit einer Prüflampe machen. Jetzt schaut man, wo 86B ist. Alle Bezeichnungen findet man auf dem Gehäuse vom Doppelrelais. 86B ist hier. Das bedeutet, dass der Kontakt hier ist. Jetzt die Prüflampe an Plus anschließen und mit der Spitze auf den Kontakt. Und wie man hört, schaltet das Relais und die Benzinpumpe läuft. Was bedeutet das jetzt? Nun wissen wir, dass das Doppelrelais arbeitet, die Kabel zur Benzinpumpe in Ordnung sind und die Benzinpumpe arbeitet. Das ist schon mal gut. Und wir wissen, dass der Steuerschaltkreis nicht funktioniert. Denn wenn man die Zündung anschaltet, kommen die 12 Volt nicht am Kontakt 86B an. Und das müssen wir uns mal auf dem Schaltplan anschauen, was dann los ist. Jetzt müssen wir auf dem Schaltplan schauen, von wo die Steuerspannung herkommt. Hier ist wieder unser Kontakt 86B. Der geht hier lang, hier lang, hier lang, über den Luftmengenmesser. Der wird hier auch nochmal geschaltet, geht weiter auf 88A. Da sieht man, dass der Kontakt verbunden ist. Geht weiter auf das Motorsteuergerät auf Pin 10. Da müssen bei eingeschalteter Zündung 12 Volt ankommen. Das ist unsere Steuerspannung. Das Motorsteuergerät sitzt hier im Fußraum auf der Beifahrerseite. Und wie schon am Anfang erwähnt, habe ich schon ein paar Dinge überprüft. Und hier an Pin 10 kam auch die 12 Volt an. Somit war der Fehler ziemlich eingegrenzt und es konnte eigentlich nur noch am Luftmengenmesser liegen. Ich habe dann die Zündung eingeschaltet, das Saugrohr abgemacht und die Stauklappe ganz leicht zurückgedrückt. Und schon ging die Benzinpumpe sofort los. Fehler gefunden. Die Stauklappe hat ganz leicht gehangen. Ich habe dann alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und jetzt funktioniert wieder alles, wie es soll. Zündung an. Benzinpumpe läuft. Perfekt. Soweit bin ich am letzten Wochenende gekommen. Ach so, die Verteilerkappe und Finger habe ich auch noch gewechselt. Das muss ich euch noch zeigen. Hier ist die alte Verteilerkappe, hier die neue. Und, fällt euch was auf? Hier fehlt der Pin in der Mitte. Ich glaube, da wäre der Funke nicht übergesprungen. Den Finger habe ich natürlich auch gleich neu gemacht.
Als nächstes wollte ich überprüfen, ob der Sprit hier vorne überhaupt ankommt. Dafür mache ich einfach den Vorlaufschlauch ab. Das müsste der hier sein. Wir machen jetzt Folgendes. Du baust die Kamera auf ein Stativ auf, setzt dich ins Auto und wenn ich es dir sage, machst du die Zündung an. Okay. Mach mal an. Okay. Kommt nichts an. So wie sich das angehört hat, ist da wahrscheinlich gar kein Sprit drin. Kann man da vielleicht in den Tank reingucken? Das ging nur bei älteren Autos, oder? Die Tankanzeige zeigt jedenfalls nichts an. Aber die funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Genauso wie die restliche Elektrik. Das wird auch noch ein Spaß werden. Man kann wirklich in den Tank reingucken. Und man sieht, dass der Tankboden nur ganz leicht mit Benzin bedeckt ist. Also muss ich erstmal Benzin holen. Bei älteren Motoren darf man das hier nicht vergessen. Die älteren Zuschauer wissen bestimmt, was das ist. Das ist Bleiersatz und muss 1 zu 1000 zum Benzin dazugemischt werden. Früher gab es noch verbleites Benzin. Das wurde aber Ende der 80er Jahre abgeschafft. Damals waren die Ventilsitze viel weicher. Und der Zusatz Blei im Benzin war wie ein Dämpfer auf den Ventilsitzen. Heutzutage sind die Ventilsitze viel härter und man braucht kein Blei mehr. So, jetzt kippe ich schnell den Sprit rein und dann probieren wir das ganze Spielchen nochmal. Mach mal an. Stopp. Benzin kommt an. Sehr gut. Ich mache jetzt noch den Benzinschlauch fest. Und dann könnten wir schon den ersten Startversuch probieren. Das Motoröl habe ich auch kontrolliert. Das sieht aus wie neu. Dann habe ich die Benzinpumpensicherung nochmal rausgenommen, weil ich erstmal Öldruck aufbauen will, bevor der Motor anspringt. Damit will ich sicher gehen, dass das Öl überall hingekommen ist. Ich starte den Motor so lange, bis die Öllampe ausgeht. Das sollte reichen. Sicherung ist drin. Jetzt Daumen drücken, dass er anspringt. Er läuft. Er klingt zwar wie im V8, aber er läuft. So, jetzt bin ich ein bisschen runtergekommen. Ich habe mich wirklich überirdisch gefreut, dass der Motor läuft. Zwar wie ein Trecker, aber er läuft. Der Rest ist ja eine Kleinigkeit. Wahrscheinlich funktioniert der Zusatzluftschieber nicht. Oder eine andere Kleinigkeit. Da muss ich zumindest mal den Mittelschalldämpfer montieren, damit er nicht so brüllt wie ein Löwe. Aber das kriege ich locker hin. Das war's auch schon wieder für heute. Der Motor läuft und ich bin happy. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß mit dem Video gehabt. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne auf den Abo-Button da unten draufklicken. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Gina.